Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Außenminister Baker und Shevardnadze haben bei ihren Gesprächen in den USA offenbar erhebliche Fortschritte in der Abrüstungspolitik erreicht. Nach amerikanischen Angaben besteht die Sowjetunion nun nicht länger darauf, dass die Abrüstung bei den atomaren Langstreckenraketen mit der Frage der Weltraumrüstung SDI verknüpft wird. Damit wäre das Haupthindernis für ein Abkommen über die Begrenzung der Langstreckenraketen aus dem Weg geräumt. Heute Morgen gegen 10 Uhr. James Baker zeigt seinem sowjetischen Kollegen Edward Shevardnadze die AMK Ranch, die malerisch am Lake Jackson in den Bergen von Wyoming liegt. Sie gehört der Universität von Wyoming und der amerikanische Außenminister kann sie als Feriensitz nutzen. Erste Frage der Reporter: Stimmt es, dass es einen Durchbruch bei den START-Verhandlungen gegeben hat? Wir arbeiten noch sehr hart an diesen Problemen, antwortet James Baker vorsichtig. Doch in Hintergrundgesprächen hatte sowohl die sowjetische wie die amerikanische Seite vor der Presse schon zu erkennen gegeben, dass in dieser Jackson Hole Klausurtagung mit allen Tabus gebrochen wurde, die es bisher in den amerikanisch-sowjetischen Beziehungen gegeben hat. Auf eine direkte Frage Bakers habe Shevardnadze geantwortet, die Sowjetunion lasse ihre bislang unverrückbare Position fallen, wonach es vor einem Vertrag über strategische Waffen START erst eine Einigung über SDI geben müsse. Auf der anderen Seite haben die Amerikaner ihre Weigerung aufgegeben, die Frage der mobilen Nuklearraketen auch nur zu diskutieren und das fast unlösbare Problem der seegestützten Cruise Missiles will man erst gar nicht im START-Vertrag behandeln, sondern in einem Zusatzprotokoll. In der selten schönen Umgebung von Jackson Hole heißt die Devise Kompromissbereitschaft. So auch beim Thema der unterirdischen Nuklearversuche und Verifikation. Die Sowjetunion kann mit ihrer seismografischen Methode in Nevada messen, die Amerikaner mit ihrer Cortex-Methode in Semipalatinsk. Am Abend eines harten Arbeitstages gab es dann Forelle und Lachs in einem Panorama-Restaurant. Ost-West-Probleme außerhalb der Hauptstädte zu diskutieren, für die Außenminister und ihre Frauen war das ein Erfolg. Im Augenblick gibt es noch Meinungsunterschiede beim angesteuerten Chemiewaffenmemorandum. Aber die eigentliche Überraschung ist der Durchbruch bei START ohne SDI. Michail Gorbatschow will anscheinend beim kommenden Gipfel einen START-Vertrag unterschreiben. Und SDI stört ihn dabei nicht mehr so sehr, weil SDI unter Präsident Bush auch in Amerika nicht mehr den Stellenwert hat wie zu Ronald Reagans Zeiten. Über die Gespräche der Außenminister in Wyoming ließ sich die britische Premierministerin Thatcher heute Vormittag vom sowjetischen Staats- und Parteichef Gorbatschow informieren. Frau Thatcher hatte nach einem Besuch in Japan in Moskau Station gemacht und wurde von Gorbatschow im Katharinensaal des Kreml zu einem mehrstündigen Meinungsaustausch empfangen. Dabei waren sich beide einig, dass es im nächsten Jahr zum Abschluss eines Ost-West-Abkommens über die Verringerung der konventionellen Rüstung kommen könne. Allerdings äußerte sich Gorbatschow besorgt über die britische Entschlossenheit, auf der Modernisierung der atomaren Kurzstreckenwaffen in Europa zu bestehen. Über das Flüchtlingsproblem in den bundesdeutschen Botschaften in Prag und Warschau hat der Vertraute von DDR-Staats- und Parteichef Honecker, der Ostberliner Anwalt Vogel, gestern Abend in Bonn mit Kanzleramtsminister Seiters gesprochen. Ein Regierungssprecher bestätigte heute das überraschende Treffen, wollte aber keine Einzelheiten mitteilen. Nach Informationen der Zeitung Welt am Sonntag kam Vogel mit einer Botschaft Honeckers und mit weitreichenden Vollmachten für Verhandlungen nach Bonn. In der Prager Botschaft befinden sich nach letzten Berichten fast 720 ausreisewillige DDR-Bürger. Weitere 230 sollen es in Warschau sein. Ungebrochen ist der Flüchtlingsstrom aus Ungarn. In der vergangenen Nacht trafen wiederum 403 Flüchtlinge in Bayern ein. In Budapest wurde heute mitgeteilt, dass in den letzten zwei Wochen 951 DDR-Bürger illegal aus der Tschechoslowakei nach Ungarn gekommen sind. 265 von ihnen hätten die Donau durchschwommen. Drei Menschen seien dabei ertrunken. Einige Flüchtlinge hätten versucht, mit ihren Autos die Grenzsperren gewaltsam zu durchbrechen. Wie vielen dies gelungen ist, wurde nicht angegeben. Geschildert wurde aber ein Fall vom 16. September, als eine Gruppe von 13 DDR-Flüchtlingen mit drei Autos ohne anzuhalten durch die Kontrollstelle gefahren sei. Grenzsoldaten der GSSR hätten die DDR-Bürger bis auf ungarisches Gebiet verfolgt und einen sogar verprügelt. Die Prager Behörden hätten sich nach einem ungarischen Protest entschuldigt. In Wolokalamsk in der Nähe von Moskau wurde heute ein Kloster vom Staat an die Kirche zurückgegeben.
Es soll mit deutscher Finanzhilfe eine Begegnungsstätte für deutsche und sowjetische Jugendliche werden. Hier entsteht ein deutsch-sowjetisches Gemeinschaftsprojekt, das bisher einzigartig ist. Das Kloster Josef Wolotski wird von Russen und Deutschen gemeinsam restauriert und ausgebaut. Eines der historisch bedeutendsten Klöster der russisch-orthodoxen Kirche. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Karl Ludwig Wagner, ist mit einer Delegation von 90 Rheinland-Pfälzern zur Unterzeichnung gekommen. Die Partner, höchste Würdenträger der orthodoxen Kirche, die nun wieder zu Kraft und Ansehen gekommen ist. 22,5 Millionen Mark setzt die rheinland-pfälzische Seite ein. Die Stiftung Villa Musica, die von Land- und Landesbank Rheinland-Pfalz sowie vom Südwestfunk getragen wird. Den gleichen Betrag bringt die orthodoxe Kirche auf. Ziel: Wiederaufbau des Klosters und Bau eines Bildungs- und Konferenzzentrums für 200 Personen, besonders für die Begegnung junger Menschen gedacht. Die Wirkung soll auf die Umgebung ausstrahlen. Auch für die ländlichen Produktionsgenossenschaften erhofft man sich vom Wiederaufbau Anstöße für neue Produktionsmethoden und Techniken. Metropolit Pitterim und Ministerpräsident Wagner. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Kloster von deutscher Artillerie beschossen, war dann Wehrmachtslazarett. Später ließ der Staat es zerfallen. Nun genehmigen die sowjetischen Behörden die Gründung des Gemeinschaftsprojekts, das Versöhnung heißt. Erstes Projekt dieser Art zwischen einer ausländischen Stiftung und der orthodoxen Kirche, die sich wieder als geistig-moralische Macht etablieren will. In Ungarn sollen die noch lebenden Opfer des stalinistischen Terrors entschädigt werden. Dies, so Regierungssprecher Beinock, betreffe etwa 23.000 der rund 100.000 Menschen, die zwischen 1949 und 1953 interniert und verfolgt wurden. Hinzu kämen mehr als 20.000 Menschen, die nach dem Volksaufstand von 1956 verurteilt worden seien. Außerdem hat die Regierung beschlossen, dass der Rote Stern, das Symbol der kommunistischen Herrschaft, bis Jahresende von allen öffentlichen Gebäuden entfernt wird. Bonn bot heute zum 40. Geburtstag der Bundesrepublik einen Tag der offenen Tür. Mehr als 100.000 Menschen haben bis zum Abend das groß angelegte Bürgerfest gefeiert. Rolf Scheller berichtet, was sich im Regierungsviertel und in der Rheinaue tat. Auch Bonns größter Sohn wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Regen war das beherrschende Thema beim Bürgerfest, dem volksnahen Höhepunkt der 40-Jahr-Feiern der Bundesrepublik. Das politische Bonn hatte zum ersten Mal seit Jahren seine Türen für Normalbürger geöffnet. Vormittags zogen die Schaulustigen durchs Regierungsviertel. Lange Schlangen bildeten sich vor den Ministerien und dem Kanzleramt. Dort hatten die Besucher Gelegenheit, die Kabinettsrunde zu bestaunen, allerdings ohne Kanzler und Minister. Allein beim Auswärtigen Amt sollen über 20.000 sich umgesehen haben. Bundesaußenminister Genscher machte sich schon früh auf den Weg zur UNO-Vollversammlung nach New York. In der Villa Hammerschmidt, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, drängelten sich die Gäste und bestaunten vor allem die prachtvoll eingerichteten Repräsentationsräume. Am Nachmittag verlagerte sich der Schauplatz der Bundesparty auf die Wiesen der Rheinaue. Neben Informationszelten der politischen Parteien, der Länder und der Kommunen belebten Aktionen, Shows und Ausstellungen den weitläufigen Park. Und natürlich gab es zu essen und zu trinken, damit die Besucher das schlechte Wetter leichter vergessen. 7 Millionen kostet der Regenspaß. Eigentlich fehlten nur zwei Dinge hier in Bonn heute. Der Sonnenschein und der Bundeskanzler. Der regierte vom Krankenbett aus und senkte erstmal den Bierpreis fürs Bürgerfest. Bundeswirtschaftsminister Hausmann hat es als eine hochpolitische Aufgabe bezeichnet, eine weitere Verkürzung der Wochenarbeitszeit zu verhindern. Auf dem Landesparteitag der baden-württembergischen FDP in Karlsruhe sprach Hausmann den Tarifparteien das Recht ab, in dieser Frage allein zu entscheiden. Eine weitere Einschränkung der Arbeitszeit bringe, so Hausmann, eine enorme gesellschaftliche Schwächung mit sich, die nicht hinnehmbar sei. Bei Massenunfällen in dichtem Nebel sind heute Morgen auf den Autobahnen in Bayern 281 Fahrzeuge verunglückt. 78 Autofahrer wurden verletzt, 26 schwer. Die Karambolagen ereigneten sich hier auf der Autobahn München-Nürnberg bei Garching-Allershausen, auf der Autobahn Augsburg-München bei Dasing, auf der Autobahn Nürnberg-Würzburg bei Höchstadt sowie auf derselben Strecke bei Randers-Ackerbibelried. Die Sichtweite betrug gebietsweise weniger als 50 Meter. Der Sachschaden wird auf über 2 Millionen Mark geschätzt. Die Autobahnen mussten zeitweilig total gesperrt werden. Alle bayerischen Hilfsdienste und die Polizei hatten Großeinsatz. Die Unfallursache: Die Autofahrer waren zu schnell und sind zu dicht aufgefahren. Das Geiseldrama von Lüttich ist in der vergangenen Nacht mit dem Selbstmord des Gewaltverbrechers Delaire und der Festnahme seiner beiden Komplizen zu Ende gegangen.
Die drei hatten vor einer Woche in Tilf bei Lüttwig eine Bankiersfamilie als Geiseln genommen. Gestern Abend ließen sie die Geiseln gegen ein Lösegeld von umgerechnet 1,5 Millionen Mark frei. In der Nacht dann stürmte die Polizei das Versteck der Entführer in Lüttich. Irving Berlin, einer der erfolgreichsten Schlagerkomponisten der Welt, ist gestern in New York im Alter von 101 Jahren gestorben. Berlin, der Noten weder lesen noch schreiben konnte, stammt aus Sibirien. Seine Eltern waren in die USA ausgewandert, als er 5 Jahre alt war. Sein erster großer Erfolg war der Song Alexander's Ragtime Band im Jahre 1911. Das Weihnachtslied White Christmas wurde 130 Millionen Mal auf Platte verkauft. Berlins erfolgreichstes Musical war Annie Get Your Gun. Insgesamt hat er mehr als 1000 Lieder geschrieben. Stuttgarts Oberbürgermeister Rommel musste heute mehrfach ansetzen, bevor das Cannstatt-Erfolgsfest eröffnet war. Es ist neben dem Münchner Oktoberfest das größte Volksfest in Süddeutschland. Etwa 5 Millionen Besucher werden zu dem 16-tägigen Vergnügen auf dem Wasen erwartet. Es ist auch diesmal wieder mit dem landwirtschaftlichen Hauptfest verbunden, einer Agrarmesse. Auf das Fest der Schwaben fällt allerdings diesmal ein Schatten. Nach 3 Jahren wurde der Bierpreis erhöht auf 7,50 Mark pro Liter Gerstensaft. Die Überraschungsmannschaft der zweiten Hauptrunde um den DFB-Pokal ist der erste FC Pforzheim. Die Amateure aus der baden-württembergischen Oberliga warfen den Bundesliga-Club VfL Bochum aus dem Wettbewerb. Auch Zweitligist Darmstadt 98 gewann gegen Bayer Leverkusen, den derzeit Tabellenzweiten in der Bundesliga. Und ebenso gelang Eintracht Braunschweig eine Überraschung bei Pokalverteidiger Dortmund. Die Begegnung Mönchengladbach gegen Nürnberg musste zwangsläufig das Aus für einen weiteren Bundesliga-Club bringen. 12.500 Besucher am Gladbacher Bökelberg sahen ein spannendes Pokalspiel, in dem die heimische Borussia in den weißen Trikots den besseren Start erwischt. Hans-Jörg Prinz nutzt einen Fehler seines Gegenspielers Casalo und erzielt die Gladbacher Führung. Der Club aus Nürnberg wie in den letzten Wochen erfrischend offensiv. Und dies wurde belohnt, eine missglückte Rückgabe nutzt Rainer Wörsching zum Ausgleich in der 23. Minute. Danach entwickelte die Elf von Wolf Werner die besseren Spielanteile. Noch vor der Pause sorgte der ehemalige Karlsruher Michael Spieß für die erneute Führung der Gastgeber. Nachdem er zunächst seinen Mitspieler Budde trifft, gelingt ihm im zweiten Anlauf dieser spektakuläre Treffer. 2:1, dies war auch der Pausenstand. Nach dem Wechsel ein ausgeglichenes Spiel bis zur 78. Minute, ein Sololauf von Jörg Neun. Jörg Dittwar holt ihn von den Beinen. Und der gute Unparteiische Wolf-Günter Wiesel entscheidet zu Recht, wie wir hier sehen, auf Elfmeter. Der Gladbacher Kapitän Hans-Günter Bruns verlädt Andreas Köpke und es heißt 3:1. Dies schon die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Michael Spieß mit seinem zweiten Treffer. Einmal mehr begünstigt durch eine Unsicherheit der Nürnberger Abwehr, markiert Spieß den 4:1 Endstand. Hier nun alle Ergebnisse. Pforzheim-Bochum 1:0, Darmstadt-Leverkusen 1:0, Bayern-München-Mannheim 2:0, Mönchengladbach-Nürnberg wie gesehen 4:1, Stuttgarter Kickers-Bremen 2:3, Mainz-Kaiserslautern 1:3, Freiburg-Karlsruhe 1:2. Arminia Hannover, 1. FC Köln 2:4, Gütersloh, VfB Stuttgart 0:2 nach Verlängerung, Schweinfurt, Blau-Weiß Berlin 4:2, Edenkoben, Duisburg 1:2 nach Verlängerung, Heusdorf, 1860 München 0:2, Feddersheim, Kickers Offenbach 1:3 und Dortmund, Braunschweig 2:3. Auf dem Kalender, meine Damen und Herren, war heute der erste Tag des Herbstes. Auf den Uhren in der Bundesrepublik endet der Sommer erst in der kommenden Nacht. Morgen früh um 3 endet die Sommerzeit. Die Uhren werden um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Nacht wird also eine Stunde länger. Wie das Wetter morgen wird, dazu aus Frankfurt die Vorhersage für Sonntag, den 24. September. Über weiten Teilen Europas ist es nahezu wolkenlos. Von der Nordsee her erstreckt sich ein Wolkenband über das westliche Mitteleuropa bis hin zum Mittelmeer. Es verlagerte sich unter Verstärkung langsam nach Osten. Das Wolkenband gehört zu einer Kaltfront, die den größten Teil Deutschlands bis morgen überquert haben wird. Gleichzeitig baut sich über Frankreich ein Hochdruckgebiet auf, das in den nächsten Tagen das Wetter in Deutschland bestimmen wird. Die Vorhersage für morgen. Im Norden und im Westen im Tagesverlauf zunehmende Bewölkungsauflockerung und weitgehend niederschlagsfrei.
sonst vielfach stark bewölkt, zeitweise noch schauerartige Niederschläge, im Südosten auch Gewitter. Tiefstwerte 9 bis 14 Grad. Höchsttemperaturen 17 bis 21 Grad. Schwacher bis mäßiger, in Schauer- und Gewitternähe böig auffrischender Wind um West. Die weiteren Aussichten, im Alpenvorland noch einzelne Schauer, sonst nach Nebelauflösung heiter bis wolkig und Tageshöchstwerte um 20 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 22.20 Uhr.